Wir haben noch ein paar Ostschweizer Begriffe uns ausgesucht, die ich dir gerne vortragen würde, und wir wollen mal schauen, ob du die erkennst. Okay? Also der erste ist Schlotzifladde. Whatever. Noch einmal. Schlotzifladde. Fladen, höre ich da irgendwie raus? Kann das sein? Was ist Fladen in Österreich? Ja, so Fladenbrot vielleicht, kann das sein? Ja, also bei uns ist so Oder ist es eine ein Wehe, so Kurschis? eine Quiche eigentlich, Ah, eine Quiche, Art, okay. genau, Wie gedacht, so ein Kurschis. ja. Und Schlotz ist mit ja, nicht, aber es sieht fast ein bisschen ähnlich aus. Schlotz ist Sahne. So ist Sahne, mit okay. Birne und dann Sahne Eieiei, was und Quiche. Leichtes. Ja, genau, ja. Gut, das zweite ist Krömele. Krömele, das könnte ein kleiner Italiener sein. Wie kommst du jetzt da drauf? Ein kleiner Römer. Ja, ah so, ja. Nein, Krömele bedeutet am Kiosk was Kleines einkaufen. Echt, Gibt es wa? dafür auch ein Wort in der Steiermark? Was Kleines, so ein bisschen Transcheln, sagen wir vielleicht, Ja. ja. Wenn man so das Kleingeld noch so vertranschelt irgendwie, wenn man sich Ja. so Kaugummi kauft Mist, oder ja. irgendwas, was man eigentlich nicht wirklich braucht, ja. Ja, und das letzte ist noch ein Bündnerwort aus den Graubündner Bergen und es heißt Sparz. Sparz. Ja, ohne R kennen wir Ja, den das vom Spatz, Vögeln, ja, von genau. den Vögeln der Spatz. Sparz. Auf Ostschweizerdeutsch sagen wir Gink. Ging. Es ging wie so eine kleine Walt Disney-Figur. Oder der Grinch oder so. Es bedeutet ein Tritt, Ein Tritt. also so Ein ein Spitz. Kick, Ah, okay. ein Gink in den Hintern und Ein so. Ging, ein Spitz, sagen Ja, wir, ja. genau. Ein kleinen Spitz anreiben.